Finally, we've arrived. Much bloodshed is about to take place. So, hallihallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stankok und wir spielen eine Runde Smite, wer hätte es gedacht. Was gibt's zu erzählen? Wir haben ein neues Jahr. Yippie-yay. Und ich wollte eigentlich noch ein neues Video hochladen. Letztes Jahr, hat aber nicht geklappt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Und darum gibt es halt ein Video dieses Jahr. ich wollte eigentlich noch so sagen, ja, dass Warhammer 40k abgeschlossen werden wird, was es jetzt dieses Jahr halt wird. Also es wird bald fertig sein und danach kommt ein anderes Let's Play. Let's Play-Reihe von einem Spiel, das schon mal hier auf diesem Channel gespielt wurde. Und ja, wir haben ein neues Patch rausbekommen in Smite, wir haben neue Charaktere. The Morrigan, erste keltische Göttin. Ihr seht hier bei der Passiven ist noch Thanatos drauf, das ist von meinem letzten Game. Ich hatte erstmal ein Game halt gemacht mit ihr. Hat sie uns erst auf uns den scheiß Buff geklaut? Ja, hat sie. Blöde Kuh! Das finde ich gar nicht nett. Das finde ich voll blöd. Shish. Okay. Sweet though! Oh, sheesh! Wir haben ja Damage! Sowas von Sanctuary. Renn, Morrigan, renn! Renn! Renn, the Morrigan! Nee, was ich sagen wollte, ich habe schon ein Spiel mit dir gemacht, das ich aber nicht aufgenommen habe, weil meine verfickte Aufnahme abgekackt ist. Nichtsdestotrotz spiele ich jetzt ein anderes Game mit dir und damals habe ich zuletzt die Ulti und Thanatos benutzt, denn Morrigan hat eine richtig abgefuckte ultimative Fähigkeit, die sie irgendwie in einen anderen Gott transformiert. Ja. Es ist genauso strange, wie es klingt. Und, ich habe aber dennoch keinen blassen Schimmer, wie man sie spielt. Ich habe in dieser Runde auch total reingesackt. Jo. Und jetzt spielen wir hier. Und wir, ja, was machen wir eigentlich hier? Wir farmen schön. Weil Farmen etwas Tolles ist. Oh, shit. Das war verfehlt. Naja. Wir haben vermutlich mit den Items eh kein Follow-up-Damage gehabt. Hupala, da kommen zu viele Gegner. Hoppala! Hoppala, hoppala! Nein, 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 gar nicht gut. Fuck, Digga! Ich bin tot! Ich konnte nichts machen, Alter. Ulten hätte jetzt auch nichts gebracht. Oh, schade. Kriegt er sie noch? Wenn er sie kriegt? Oh, my boy! Gut gemacht! Du hast mich gerecht! Ich mag dich, Apollo. Ich finde, sie ist ziemlich kompliziert zu spielen, weil ihre One ist einfach nur für Clear. Ich verstehe nicht, wie man die effektiv einsetzen soll im Fight. Und ich schnapp mir hier immer schön die Camps. Vor allem regt es mich auf, dass die One nicht automatisch getriggert wird. Du aktivierst sie und dann musst du aber nochmal linke Maustaste drücken, damit das Ding aktiviert wird, was mich mega ankotzt. Hey, wir haben einen Kill gemacht! Wow! Mein erster Kill mit dem Morrigan. Ich freue mich gerade echt. Ich bin gerade echt happy. Oh. Ich bin tot. Ich wusste nicht, dass ich so squishy bin und ich wusste nicht, dass ich auf einmal alleine in dem Lane bin. Tja, lieber Dan Coke, du solltest mal lieber die Map beobachten. Vollidiot. Naja. Wo scoufen wir als nächstes? Sollen wir Bancrofts Talon gehen für ein bisschen schnelle Ability Power? Jo, das machen wir, denn wir können uns schon Talon Trinket kaufen. Das ist ja super toll. Wir können uns auch unsichtbar machen. Diese Ability muss ich lernen einzusetzen. Und da kommt gleich ein riesen Push von Anubis. Oh nein.
Er verlässt die Lane. Naja, egal. Wir haben hier trotzdem viele Minions zu clearen. So. Das ist ein Agni und ein Anubis. Hoppala, Bruder! Warum hat meine verfickte One nicht geklappt, Alter? Ich habe die One gedrückt, die war doch auf Cooldown. Warum ging sie nicht? Fickte Scheiße, Mann. Das regt mich jetzt... Alter, ich hab doch meine fucking One gedrückt. Ohne Ende. Warum klappt meine 3 nicht? What the fuck? Oh shit, Alter. Ich sack grad so hart rein. Ich wollte eigentlich meine 3 aktivieren, aber irgendwie ging es nicht. Ich habe auf diesen Button gedrückt, aber es ist nichts geschehen. Ich weiß nicht warum. Ob ich nicht... Vielleicht habe ich nicht fest genug gedrückt. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe so gerade die 3 und die 1, sie waren jeweils nicht on cooldown. Und ich konnte sie nicht einsetzen. Ich weiß aber nicht warum. Oh, nice. Oh, fuck, Alter. Ich wollte noch den Cooldown interrupten. Aber wir haben was geholfen. Yay. Bellona ist Level 8. Das ist suboptimal. Die sind es jetzt auch. Da kommt der Erlang Sheng. Die zwei sind echt scheiße gut, Mann, zusammen. Puh. Was bauen die? Viel Damage, oder? Ja, Erlang Sheng mehr Tanky. Keine schlechte Idee, hä? Oh, fuck. Warum gehen meine 3 nicht? Und jetzt habe ich sie einmal zu viel gedrückt und dadurch wurde sie jetzt... wir gehen auf Sheng. Das hat jetzt nicht so geklappt. Eigentlich wollte ich den Agni treffen, aber irgendwie ging es nicht. Das hat nicht so ganz geklappt und jetzt kommen hier Gegner. Ich wollte den Agni treffen, der war zu weit weg. Ah, okay, er hielt sich ja, na, soll er halt. Soll er sich halt healen. Ja, Damage gemacht. Oh, fuck! Holy shit! Darauf habe ich viel zu spät reagiert. Was sind gute Items mit ihr? Keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Ich kaufe Rod of Mahudi. Nee, ich kaufe Obsidian Shard. Der ist gut. Die Gegner werden tanky. Oder halt der Erlang Sheng. Los, Abilities auf ihn benutzen. Damage! Oh fuck. Ich renne lieber weg. Bin ja sichtbar. Huch! Ich hab's doch nicht so drauf. Ja, nur bis es Level 10 aus irgendeinem verfickten Grund. Huh! Der bin ich so doof reingerannt. Aber wir haben Lifesteal. Das ist ja auch was Schönes. Ja gut, was machen wir jetzt? Oh, fuck, Alter, hast du diesen Damage gesehen? Oh! Nein, 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 nein! Oh, fuck, ich bin durch die Gaswolke gelaufen. Hätte ich mich, könnte mich in Apollo, ah, das ist, da habe ich zu lange gewartet, der macht jetzt einen Recall. Aber es hätte ich machen können, ist schön zu erfahren, was man alles hätte machen können, ne? Ich mache einen Recall. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Oh fuck, ich mache keinen Recall. Nein, ich meine Ability Ult ist gar nicht ab. Oh fuck, 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 fuck. Nein! Du
Vollidiot! Verdammt nochmal! Ach komm! So ein Mist aber auch. Ich dachte, ich käme weg, aber... Falsch gedacht, Freundchen. Taunt von Erling Shen. Ja, 1-4-4. Wir schlagen uns... beschissen. Möchte ich wohl bemerken. Und wir sind extrem unterlevelt. Das ist blöd. Ja, das ist blöd, aber noch ist nichts verloren. Noch stehen alle Türme. Wir gehen mal in die Botlane. Oder wir holen uns erstmal die Harfis. Dafür bin ich ein bisschen Umweg gelaufen. Aber egal. Ich hol mir die Harfis. Macht die 3 eigentlich irgendwie 2 Damage Waves? Das? Keine Ahnung. So. Die sind alle in der Right Lane. The fuck? Das Problem ist nur... die Bellona! Und sie ist vor allem nicht alleine. Ach so, mein Team kommt auch. Ja, das ist natürlich super, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich nehme Bellona. Super, wir haben einen Kill gemacht, das ist cool. Das freut mich jetzt ehrlich gesagt. Und wir übernehmen sogar die Skins, oder wie? Das ist ja mal voll cool. Oh, wir wurden noch getroffen. Aber gar nicht so wild. Wir haben einen Kill gemacht! Das Gute an Morrigans Kit ist, dass die Ulti alle Mängel ihres Kits kompensiert, weil du einfach eine andere Gottheit wirst. Ich glaube, das zeigt einfach, dass Morrigan einfach scheiße ist, weil du sie einfach zu einer anderen Gottheit machen kannst. Also wenn das nicht für sich selber spricht, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Mich regt's immer noch auf, dass die One nicht sofort getriggert wird. Warum muss man erst linke Mausbutton drücken? Ey, das ist doch voll behindert! Und warum hat ihre Ulti einfach so... Alter, warum hat ihre Ulti einfach gefühlt 2 Minuten Cooldown? Holy fucking shit! Und das Lustige ist, wenn ich jetzt... Das habe ich rausgefunden beim letzten Game, oder zwar durch Zufall, wenn du jetzt, nur die Ulti wieder antippst, anstatt sie hier zu channeln. Das ist so ein scheiß Bait. So. Nein, was ich sagen wollte, dass wenn du die Ulti nur antippst, ohne sie zu channeln, dann passiert was. Nee, das machen wir anders. Wir kaufen uns... sollen wir uns das kaufen? Wir kaufen uns das und dann kaufen wir uns... das. Das ist... ach, scheiß drauf. Machen wir es so. Nein, was ich sagen wollte, wenn du die Ulti jetzt nicht so Auswahlbildschirm hast und die nur antippst, dann werde ich automatisch zu Bellona. Ich würde fragen, was passiert, wenn ich sie einfach nur antippe. Na, dann würde... und ich hatte ja noch Thanatos vom letzten vom letzten Match auf meinem Screen. Frage ist, ob er denn wirklich... Na, Thanatos kann er ja denn spielen. Er ist ja nicht im Match. Im Match. Nicht im Mage. What the fuck? Meine Aussprache ist scheiße. Zu meiner Verteidigung. Ich bin fucking müde. Es war ein langer Tag. Aber nichtsdestotrotz gibt es wichtige Dinge im Leben, wie zum Beispiel Smite spielen. Hoppala! Wir haben ja keine Minions mehr. Buhuhu! Endlich habe ich die One mal eingesetzt. Komme ich weg? Nein, ich komme nicht weg. Tactical Feeding. Exactly, Adonis. On Tactical Feeding. Welche Abilities sind gut für Morrigan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kein blassen Schimmer, Leute. Ich nehme einfach Shell. Oder? Nein, doch, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Shell. Puh, oder Thunder. Nee, das ist nicht so gut. Puh. Ich gehe auf Frenzy. Weil das kann ich aktivieren, wenn ich meine Ulti habe.
Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Na, wir werden sehen. Das war ein bisschen Verschwendung von Abilities. Ich brauche, glaube ich, auch noch Items, wo mir Cooldowns geben. Denn ich glaube, mein Ulti-Cooldown beträgt einfach fucking 2 Minuten. Ich kann nur alle 2 Minuten ulten. Das ist doof. Ich würde gerne öfter ulten. Oh, shish! Warum kann ich nicht... Fucking shit! Warum konnte ich nicht mich unsichtbar machen? Und als ich es dann gemacht habe, war ich sofort wieder sichtbar. Aua, der hätte mich nicht treffen müssen sollen. Außerdem kann ich mal meine Pots verkaufen. Brauche ich nicht mehr. Hier geht gerade voll der Fight ab. Kommen wir schon mit. Fuck, fuck, fuck. Egal. Ich dachte, das muss ich einfach machen. Ich muss den einfach holen. Egal. War's mir wert. Musste einfach sein. Musste diesen Kill einfach holen. Ich stehe gerade richtig scheiße mit meinen 4-6-4. Aber egal, ist mir wurscht. Ich spiele diesen Charakter zum zweiten Mal. Oh, Nike, du bist eine tote römische Siegesgöttin. Oder auch nicht. Sick Jukes, though. Ah, schade. Scheiß Area-Effekt. Aber sick Jukes, though. Das muss ich sagen. Was gibt es für, Cooldown wollte ich haben. Joa, davon brauche ich relativ wenig Items, ne? Ja, wahrscheinlich kaufe ich mir dann einfach noch einen Kronos. Da kann ich noch Soulstorm verkaufen oder sowas. Mal gucken. This Bellona has no defense, but she has a dick fuck of attack damage. Which is fucking ridiculous. Oh fuck, die One ist einfach so behindert, weil sie immer verfehlt. Oh, wir wurden getroffen und darum ist unsere Unsichtbarkeit weg. Holy shit. Hey. Oh, ja, gut. Super. Ich war schneller tot, als ich reagieren konnte. Unser Score wird immer beschissener. Naja. Was soll's, wir sind momentan der schlechteste aus dem Match, aber das ist mir wurscht. Wir sind unterlevelt, das sollten wir ändern. Erstes, was wir ändern werden, wenn wir respawnen, leveln. Dringend. Und damit wir nicht komplett nutzlos sind fürs Team, kaufen wir... Ward. Nein, das ist kein Ward, Dan Coke. Das ist ein Ward. Und das ist ein Ward. Das davor, das war kein Ward, Mann. Das war einfach kein Ward. Ja, wir kaufen einfach noch einen Kronos. Und was? Yay! Unsere Scylla ist scheiße gut. Wollte ich mal so gesagt haben. So. Nice. Die haben einen guten Job gemacht und mit etwas Glück killen sie den Agni auch. Und ich kann hier so ein paar Free Hits auf den Tower bringen. Boom. Nice. War ein guter Move. Mein Team hat die Arbeit gemacht und ich habe so getan, als hätte ich auch was getan. Das war doof, da zu warden, weil jetzt haben sie voll gesehen. Aber egal. Alles geplant. Was mich ein bisschen verwundert hat, als wir gestartet haben, war, dass wir noch die alte Clash-Map haben. Ich dachte, die neue Egyptian-themed Clash-Map kommt diesen Patch. Aber sie haben ja eigentlich gesagt, dass sie erst Season 4 kommt. Und wir haben noch nicht Season 4. Leider. Und da wird ja auch komplett irgendwas hier in Smite zusammengewürfelt, ne, mit irgendwelchen fucking Item-Changes. Die ganzen Relics werden nochmal über den Haufen geworfen. Das ist
voll crazy. Aber nichtsdestotrotz. Das wollte ich nicht machen, Alter. Ich wollte die 4 aktivieren. Wuhu, wir haben einen Kill gemacht. Gut gemacht von mir. Also es war nicht so gemacht, wie ich es geplant hatte, aber es hat ganz okay funktioniert. Möchte ich doch behaupten von mir. Damit habe ich nicht mal gerechnet, Leute, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ehrlich gesagt, wir verrecken. Oh. Das hast du gut gemacht, Niki. Das war's wert. Phoenix for Life? Phoenix for Life, ja, genau, Phoenix for Life. Das ist nicht nur ein guter Trade, das ist auch ein super Lebensmotto. Ja, merkt euch das, Leute. Phoenix for Life. Wie gesagt, wir haben einen Kill auf den Agni gemacht, was ich übelst nicht gedacht hätte. Ich dachte, wir diven und verrecken, weil mein Team kam irgendwie nicht hinterher, aber wir sind auch alleine geschafft. Und weil unsere One, wenn sie da mal trifft, da macht sie schon Damage, wie man hier gesehen hat. Aber sie trifft halt so gut wie nie. Ups, voll verfehlt. Oh fuck, warum tue ich das? Fuck! Ich dachte, ich wäre sicher, wenn ich unsichtbar bin, aber scheinbar nicht. Und wir sollten mal Frenzy einsetzen, verdammte Scheiße. Dankox, setz mal Frenzy ein. Das war nicht so gut. Das ist doof. Wir verlieren jetzt volle Lotte. Weil wir alle gestorben sind. Und von mir war das einfach mega inkompetent. Good game, good game. Aber es ist nicht Flame hier so, dieses sarkastische Good Game. Es waren hier echt viele Leute. Das finde ich voll scheiße, man. Ich meine, es ist okay, dieses Shortcast zu benutzen, um New Rock oder Nice Job oder Good Game rauszuhauen. Aber nicht in Good Game im sarkastischen Sinne. Verstehe mich nicht falsch. Das machen aber so viele Leute in letzter Zeit. Wenn du einmal verreckst oder so, gibst First Blood ab, ja, hast einen Fehler gemacht. Auf einmal die ganze Zeit gesagt, Good Game, Good Game, Good Game. Das regt mich sowas von auf. Warum machen das Leute? Warum machen die das? Das ist so nervig. Das macht keinen Spaß, Mann. Überraschenderweise hat der Titan von denen schon Damage gefressen. Das heißt, falls wir Glück haben, vielleicht können wir so ein Sneaky-Sachen-Dingens machen. Ich warte wieder hier. Ich mag den Board. Ich finde den gut. Ich finde, es ein guter Spot. So. Die Stella kommt raus. Das ist super, das ist schön. Ich weiß nicht, was der Shortcut für, oder Short-Quick-Ding für Behind Us ist. Das ist jetzt ein bisschen Leute, retreated. Das schaffen wir nie im Leben, Mann. Alter. Retreated! Von diesen Enemies! Okay. Das war jetzt nicht der beste Dive von Agni. Aber naja. Meine. Hehe. Farm vom ADC geklaut. Ich bin ein super Teammate. Der Phoenix respawnt wieder bald von dem. Ich wollte es nur sagen. Wir wissen nicht, wo die Gegner sind. Hinter uns sind sie. Aber ich bin raus. Retreat! Defend! Retreat! Defend! Retreat! Schade, dass wir den Phoenix nicht wieder kriegen, aber das konnten wir jetzt nicht kämpfen. Das war so riskant.
Ah, die Scylla nimmt sich der linken Lane an, das ist toll. Ansonsten ist es eine sehr blöde Situation, weil Morrigan scheint mir extrem squishy zu sein. Ich bin ein bisschen doof, ich stehe nicht so auf squishy Characters, ich bin mehr so ein... Huch! 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 Leute, Mann, lass den Scheiß. Wir gehen mit Bellona, Alter. Wir müssen hier raus, Mann. Scheiße, Alter. Mache unsichtbar! Unsichtbar! Verdammt nochmal! Ich habe diesen Scheiß-Button gerade in meinem PC quasi durch die Tastatur gedrückt. Ich habe durch das Keyboard gedrückt. Der Tast... Die Taste, die 3 kam unten wieder raus, ja? Fuck, Alter! Ich weiß nicht, was los ist, aber die Unsichtbarkeit scheint nicht immer zu funktionieren und unser Bellona-Ulti-Switch war scheiße. Mann! Aber hätten wir uns vielleicht unsichtbar machen können, hätten wir das vielleicht noch überlebt. Aber es hat nicht geklappt, Mann! Wenn ich aus der scheiß Base laufe, klappt es natürlich immer, aber sonst nicht. Boah, ich bin schon wieder angepisst und ich flame schon wieder rum. Verdammte Scheiße! Ich will kein Flame-Kid sein. Oh, Gottes Willen, dieser Anubis hat jetzt einfach so harten Damage. Oh, ja, Mann. Voll abgestacktes Warlocks. Spear of Isolation. Hier, guck, da geht's wieder, aber sonst... Ah, das ist toll, das habt ihr gut gemacht. Das war ein guter Job-Team. Gar nicht so, jetzt während ich hier geraged habe, habe ich gar nicht so Attention gepaid. Ach Gott, meine Anglizismen sind scheiße, aber ich kann fast nicht mehr normal auf Deutsch reden. Grauenvoll. Naja. Oh, eine Wave für uns. Whee! Verdammt, wir haben die ganze Wave nicht gezielt. Naja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen... Nein, wir kriegen keinen Damage. Doch, wir kriegen noch Damage, verdammt. Wir sind ja noch nicht Level 20. Gegner, Hilfe. Ah, das bringt ja überhaupt nichts da, was wir dann machen mit der 2. Oh! Tut mir leid, Chuck, aber wir waren nicht bei dir. Okay. Das war ganz nett. What the fuck war das, Alter? Keine Ahnung, was das war, aber es hat mir gefallen. Wie oft hat der scheiß Anubis eigentlich fucking Ulti? Dieses Himmelding wird ja nur so, wenn er Ulti hat, oder? Aber er hat quasi gefühlt alle 30 Sekunden seine scheiß Ulti ab. Oder es kommt mir so vor, dass alle fucking 30 Sekunden der Himmel brennt. So ein Scheiß. Okay, Scylla, du hast kein Leben mehr. Oh, fuck! Alter. Warum? Alter! Fucking shit! 3-3-3-3, jetzt geht's. Alter, ich hab, als dieser Scheiß-Typ hinter mir war, die 3 wieder durch die Tastatur gedrückt. Und nichts ist passiert, Alter. Irgendwas stimmt da nicht. Ist irgendwie meine 3 kaputt? Hallo? Keyboard? Are you broken? I hope not. Oder warum macht er das? Oder kommt es jedes Mal, wenn er hochlevelt, dieses... Ja, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, ich habe diesen Scheiß-Skin nicht, weil so viel Geld hatte ich einfach nicht. Tut mir leid, ich habe nicht so viel Geld, dass ich mir einfach so einen Skin kaufen kann, für den ich irgendwie 80 Euro oder sowas investieren muss. Darum... Falls es jemand braucht. Die haben Fire Giant geholt? Oh, sheesh! Das war nicht so gut. Ich dachte nicht, dass er Ulti hat. Und ich dachte nicht, dass er so viel Damage hat. Vielleicht hätten wir auch unsere Ulti benutzen sollen und als jemand anders gehen, weil...
Retreat. Ich hab nicht mitbekommen, dass sie Feuer gemacht haben, Alter. Das ist natürlich mega scheiße. Am besten wir defenden jetzt einfach nur noch. Diese Runde geht schon überraschend lange. Chuck, rette dich. Oh. Was ist unser Chuck? Oh, das war ein guter Move. Neu ihm lassen, das war ein sehr, sehr guter Move. Ja, unser Chuck ist tanky. Ja, der steckt das weg, Mann. Und das war ein super geiler Move jetzt, dieser Escape-Dingens. Gut. Das hat er super gemacht, Mann. Gut gemacht, Chuck. Wir hätten vielleicht, anstatt wir jetzt unseren schönen Scheiß Trank nehmen sollten, hätten wir lieber... Alter, machen wir unsere Minions den Phoenix? Bitte sagt mir, unsere Minions machen den Phoenix. Ja, Mann, wir haben Phoenix bekommen. Das ist cool, das ist gut. Das ist ein Phoenix for Phoenix Trade, damit kann ich leben. Auch wenn wir momentan hinten dran sind, was unter anderem dafür steht, dass die Gegner, dass meine Verbündeten mich im Team haben. Ich glaube auch nicht, dass das ein guter Bild ist auf Morrigan. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, sie müsste man eher wie so ein Aukorn bilden. Your future looks bleak. Das ist einfach sehr gefährlich hier gerade. Oh, fuck. Alter, ich wollte mich unsichtbar machen. Ich dachte nicht, dass mich ein Ding trifft. Meine Damen und Herren, ich bin inkompetent. Die Death Timer bei mir sind gerade mega lang. Weil ich halt auch einfach schon 11 Mal gestorben bin, was mega scheiße ist. Ich liefere halt einfach keine gute Performance ab. Ich glaube, Morrigan ist auch wieder so ein Gott, den ich jetzt hier so spiele, weil sie neu ist und dann nie wieder. Ich weiß, es ist nicht wirklich super, aber so ist es einfach, weil manche Charaktere liegen mir halt überhaupt nicht. Es sind meistens die Damage-Dealer, ne, die eigentlich andere Leute immer so super cool finden, aber mir liegt das überhaupt gar nicht. Mir gefällt das gar nicht. Ich bin kein Fan von Damage-Dealern, bei denen man carryen muss. Das ist einfach nicht meine Sache. An enemy has been slain. I swear, you better not blame me for that one. Holy shit. Careful, he's on a spree now. Your Titan is under attack. Your future looks good. Alter, ich muss hier defenden, Mann. Beide Phoenix ist down. Hey, keine Chance mehr. Die Runde ist verloren. Das habe ich mittlerweile eingesehen. Aber, naja. Noch ist das Spiel nicht vorbei und noch genießen wir die Runde. Ist Morrigan, glaube ich, mehr so ein Midgame, oder? Heißt so das Gefühl. Weil sie halt. Okay, vielleicht ist sie auch late, aber sie ist halt echt squishy, Mann. Ist halt so einfach nicht meins, Mann. Ich mag keine squishy Characters. Ich spiele die nicht so gern. So. Wir stauben jetzt hier noch ein bisschen die Wave in der Ride ab, oder auch nicht, weil Scylla sich schon einfach alleine cleared. Easy, dann helfen wir den Chuck ein bisschen. Ja, scheiße, das ist eine Belohner. Oh, fuck! Alter! Fuck! Ich dachte, ich wäre tot. Mal wieder. Warum kommt denn immer dieser Feuer, Alter? Dieser Feuermann, was macht der Feuer? Ich schnall das nicht mit Neuern, du bist Skin. Ich dachte, der Feuer kommt nur, wenn er ultet. Hat er gerade geultet? Be careful, my brothers. Oh. They already warded the fire giant. This is good. I like this. They are going for this damage buff.
I'm not sure what I'm thinking about this. We're gonna use the Anubis. Alter, willst du mich verarschen? Alter! Ich habe mich umgedreht, alle Gegner waren weg. Ich habe geultet, alle Gegner waren weg. Ich habe mich umgedreht, wollte den Erling Sheng down machen. Er hat die Ulti von mir komplett negiert durch sein Sanctuary und hinter mir kamen die Gegner, welche ich nicht wahrgenommen habe, was extrem ärgerlich ist. Ein super Missplay von mir. Das kostet uns die Respawnten Phoenix. Das war echt nicht gut von mir. Ja, ich muss das noch ein bisschen rauskriegen, die Ulti effektiv einzusetzen, weil dieser veränderte Movement Speed mit Anubis war ich auf einmal extrem langsam und das hat mich voll verwirrt. Wow, nicht schlecht, Mann. Gut gemacht, Sylla. Sylla geht echt ab, Alter. Die hat ein Z4, das ist richtig geil. Ich habe ein 8-12. Gottes Willen, ich bin schlecht, fällt mir gerade auf. Extremst schlecht. Ich war an extremst wenigen Kills beteiligt. Nicht mal so, dass ich keine Kills krieg, sondern überhaupt die Kill-Beteiligung von mir ist extrem niedrig, was nicht gut ist. Wow. Please? Was meinst du mit please? Hol sie dir doch. Farm ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ah, ich bin echt lange unsichtbar, fällt mir auf. Retreat! Save yourself! What are you doing? Your future is ich habe einen Kill gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur Button gesmashed und irgendwie Linksklick von der Maus. Hat aber scheinbar ganz okay funktioniert. Oh, sheesh! Alter, das ist jetzt nicht im Ernst. Oh, fuck, Alter. Fuck, Alter, was war das denn? Ich dachte, entweder wir kriegen den Agni oder wir machen uns ein bisschen Damage. Ich dachte nicht, dass wir so knapp, Alter. So knapp. Und dann wurde unser Chuck vom Anubis gekillt, was traurig ist, aber. Sollen wir zu denen gehen? Ich weiß nicht, ob wir zu denen gehen sollen. Oh wow. Apollo starts carrying us. This is good. I like this. Okay. Right lane. Ja, ihr habt recht. Dann gehen wir einfach hin. Und ulten dahin. Wow, nicht schlecht. Ich kann nicht 3 machen. Fuck. Ich bin halt tot, ne? Das ist doof. Retreat. Ist doof, wenn man tot ist. We foresee a battle here. Wir sollten mehr Wards platzieren. Your left Phoenix is under attack. Ah, scheiße, wir verlieren den Left Phoenix. Attack! I'll defend.
Don't defend, just attack! Wow, das hätte ich nicht gedacht. Meine Damen und Herren, diese Runde ging länger als ich dachte. Zweites Match mit Morrigan, da das erste Gameplay leider verloren ging. Das erste Gameplay ging nur 10 Minuten, weil ich surrendered habe mit meinem Team, weil es einfach hoffnungslos verloren war. Dieses Match war anders. Ich dachte echt zwischendurch, wir schaffen es nicht, aber ich war echt der Überzeugung, dass wir es nicht mehr gewinnen, aber wir haben es gewonnen, das ist super. Quality, ganz ehrlich, 5 Stars. Das war ein Back and Forth, meine Damen und Herren. Das Match ging überraschend lange. Wir hatten ein 10-12-8, was extrem behindert ist. Aber aus irgendeinem Grund haben wir es trotzdem gewonnen. Danke an meine Teamkameraden, die haben einen super Job gemacht. Wir hatten, was war nicht so, ja, Gold per Minute war extrem scheiße. Aber ich wollte mal gucken, was unser Damage war. 20. Das ist ja nichts, Alter. Das ist ja gar nichts. Ich sehe jetzt gerade so, oh, wir waren scheiße. Na gut, waren wir halt scheiße. Naja, meine Damen und Herren, das war ein Match mit Morrigan. Und wie gesagt, Ankündigung von mir. Warhammer 40k wird abgeschlossen mit dem nächsten Upload. Und dann beginnt eine neue Display-Reihe. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns dann ja wieder, ne? Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.